Rwanda, Land der tausend Hügel. Doch die Schönheit wird überschattet. Nach dem verheerenden Genozid 1994 steht die Bevölkerung immer noch vor vielen Herausforderungen. Wir haben immer noch Probleme nach dem Genozid. Wir haben zahlreiche Leute, die wirklich arm sind. Butare, ländliche Region. Nach dem Völkermord wächst nun eine neue Generation heran. Die ist zwar nicht mehr direkt betroffen, umso mehr erleben die Jüngeren aber die Spätfolgen der früheren Ereignisse. Nachdem ich schwanger wurde, hat mein Vater mich verstoßen. Der Konflikt brach aus, als er zu meiner Mutter sagte, sie habe eine dumme Tochter geboren, weil sie schwanger wurde, ohne verheiratet zu sein. Danach wurde das Leben schwierig. Wir gingen weg und mussten eine Unterkunft suchen. Es war nicht einfach. Wir leben in einer Hütte, die nicht einmal Türen hat. Um Gesellschaften wie der in Ruanda, aber auch in anderen afrikanischen Ländern bei der Bewältigung ihrer Probleme zu helfen, haben wir den Verein CCAP ins Leben gerufen. Das Center for Education and Culture of Peace wurde 2013 in Nürnberg gegründet. CCAP hat vor allem zwei Säulen. Das ist zum einen die Bildungsarbeit und zum anderen die Friedens- und Versöhnungsarbeit. Und beides versuchen wir in unseren Projekten zu verbinden. In der Praxis sind das zum Beispiel Ausbildungsprojekte, das sind aber auch Projekte, die den interkulturellen, interreligiösen Dialog fördern. Das sind Projekte in der politischen Bildungsarbeit, aber genauso in der Jugend- oder auch Familienbildung. Es ist also eigentlich erstmal eine sehr große Bandbreite. Eine enge Betreuung der Projekte und die Fokussierung auf eine nachhaltige Entwicklung von Infrastrukturen gemeinsam mit afrikanischen Projektpartnern vor Ort sind wichtige Ziele unseres Engagements. Gegenseitiges Lernen und Umgang auf Augenhöhe haben bei CCAP Priorität. Nowadays we are working in the Kinasi sector. It is in the South Province, Huye District. Heute arbeiten wir im Kinasi-Sektor im Huye-Distrikt in der südlichen Provinz Ruandas. Dort haben wir ein Projekt, wo wir mit jungen Frauen arbeiten, die Mütter sind, aber Probleme mit ihren Familien haben. Sie wurden schwanger und die Familien haben das nicht unterstützt, dass sie Kinder haben würden. Sie wurden aus ihren Familien ausgestoßen. They were excluded by their family. They were rejected by the family. Mithilfe von CCAP wurde eine Handarbeitsschule gegründet. Hier wird über 100 jungen Müttern entweder die Technik des Korbflechtens oder der Umgang mit Nähmaschinen beigebracht. Gemäß dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe sollen sie ein Handwerk erlernen, mit dem sie später selbst für den Unterhalt und die Ausbildung ihrer Kinder sorgen können. Neben der Anschaffung von Geräten und Materialien sorgt CCAP hier mit Spendengeldern für die Anstellung von Ausbilderinnen. Und mit nur 5 Euro wird einer Mutter oder einem Kind die Krankenversicherung für ein ganzes Jahr ermöglicht. Ich wollte hier das Schneidern lernen, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass die Tagelöhnerei auf dem Feld meine Probleme langfristig nicht lösen wird. In erster Linie bin ich hier, um Fertigkeiten zu erlernen, von denen ich später einmal leben kann. Wenn ich nach meinem Abschluss hier etwas Geld zusammen habe, will ich mir dann eine Grundausstattung und eigenes Material zulegen, um dann so schnell wie möglich mit dem Arbeiten zu beginnen. Bildung und Selbstvertrauen sind Voraussetzungen dafür, dass Menschen gesellschaftlich aktiv werden und sich für Frieden und Versöhnung einsetzen. Kigali, die Hauptstadt von Ruanda. 3 Tage arbeitete CCAP hier intensiv im gegenseitigen Austausch mit Hochschulen und Bildungseinrichtungen. Um Versöhnungs- und Friedensarbeit zu fördern, ist es gerade für uns als Nürnberger Organisation besonders wichtig, den Entwicklungsprozess auch durch politische Bildungsarbeit zu begleiten. Wir müssen genauso mit den Eliten arbeiten, mit Leuten, die an der Universität arbeiten, die studiert haben. Wir müssen Diskussionen einleiten, Dialoge führen über unterschiedliche Themenschwerpunkte. Wie können wir verstehen, was ist passiert in unserem Land? Und wie können wir unsere Geschichte als Lektion für eine bessere Zukunft nutzen? Auf einer Konferenz in Kigali haben wir Experten aus Europa und Afrika zusammengebracht. Unter dem Motto Give the Past a Better Future haben wir zum Erfahrungsaustausch über Menschenrechte, den Umgang mit Völkermord und Versöhnung eingeladen. It was the first conference
Es war die erste Konferenz dieser Art und es hat funktioniert. Ich denke, es war wirklich ein Wunder. Alle haben gesagt, dass es nicht möglich sei, es so durchzuziehen. Hier in Kigali, in Ruanda, im Jahr 2015. Gerade jetzt ist es wichtiger denn je, über eine Kultur des Friedens zu diskutieren, die auf Vergebung und Versöhnung, aber auch auf Bildung und Reflexion aufbaut. Und das immer gemäß dem Ruf nach einem Nie mehr wieder.